Ja, ich weiß. Die Sehnsucht packt mich wieder. Ja, ich nach deinem auch. Schwengel. Ja. Also. Und damit herzlich willkommen zu Port Nummer 14 von Dark Souls. Ich bin der Drakey. Ich bin der Dodo. Ja. Und wir beginnen genau da, wo wir im letzten Part auch begonnen haben. Nur eine halbe Stunde später. Ja. Also eigentlich ist nichts passiert. Nein. Wir sind nur krass gestorben. Ja, wir sind nicht um seelenreicher geworden, dass man mal sagen könnte, wir könnten leveln. Es ist einfach nichts passiert. Wir sind sogar ärmer geworden, glaube ich. Wir hatten vorher irgendwas mit 1000. Ja. Das einzige Unterschied, den wir jetzt feststellen, ist, wir haben keine Seelen mehr und wir haben eine andere Waffe in der Hand. Aber die werde ich nicht wieder ändern. Ach Quatsch, wir können ja die tragen. Ah, es ist so erbärmlich. Ach ja, für Leute, die es natürlich jetzt nicht wissen, ich sitze jetzt am Controller. Da ich im letzten Part gestorben bin, zum Schluss. Ja. Für alle, die es immer noch nicht gecheckt haben, wir wechseln jedes Mal, wenn wir sterben, nicht nach jedem Part. Ja, das wäre auch in dem Spiel einfach zu krass, wenn jeder jetzt einen Part durchziehen würde. Ja. Also es ist so einfach. Und ihr habt den Channel von Bösel Games bzw. Bösel TV an. Ja. Ja, weil du hast vergessen, dass willkommen bei Bösel Games. Das sage ich nie, falls es dir aufgefallen ist. Achso, ich auch. Ich sag meistens böse Freunde, dass sie herzlich willkommen sind. Herzlich willkommen, böse Freunde. Oder sowas. Ja. Denn unsere Zuschauer sind selbstverständlich alle meine Freunde. Ach du Schleimer, ey. Wer so gütig ist und sich unseren Scheiß anguckt, der ja, kann gut, nur unser Freund sein. Ja, das stimmt wohl. Den muss man einfach lieb haben, die Person. Boah, ey, eine Massenorgie gibt's trotzdem nicht. Ja. Oh Mann! Der Tod ist also nicht dabei, schade. Also treffen wir uns natürlich nur allein. Oh Gott. Der Lager. Könnte aber zu Überfüllung führen, Alter. Okay. Wenn ihr mehr über den Drake erfahren möchtet und über seine kranken Perversionen, dann schaut doch einfach mal auf unsere Facebook-Seite. Was soll das, du Arsch? Oh, herrlich, herrlich, sensationell. Ey, das ist so amazing, ist das. Unglaublich amazing. Wie auch rückwärts zurückgeht, Alter. Ja, rückwärts. Wie so richtig arrogant hier, ja. Wie er da auch steht, Alter. Ja. Oh, ich hab dich voll gebasht, du verrückter Mann. Man es nicht mehr wegräumen bringt, was? Ja, und fick dich! Fick dich! Ich will nicht mehr. Ah, lachen früher noch zu husten, Alter, also zum Gott, nee. Oh, herrlich, das fängt. Oh, sensationell, sensationell. Ich bin so begeistert, aber kann man sich nicht menschlich machen und sich irgendjemand zur Hilfe holen? Kannst du ja gerne mal versuchen, ja. Nein, erstmal versuche ich das nochmal so. Achso. Ich will das noch einmal so versuchen, wenn ich dann sterben sollte, kannst du es ja mal machen. Soll ich das mal machen? Ja, nicht, dass ich das nachher verschwende oder so. Da ich ja der schlechtere Spieler von uns beiden bin. Ja, gebührt dir die Ehre, wie man so hilft. Das ist aber ein bisschen unlogisch. Der schlechtere Spieler holt sich nicht die Hilfe, aber der gut bessere. Ja, natürlich. Das ist komisch. Weil der schlechtere Spieler dabei sterben würde bei dem Versuch und dann wäre das alles sinnlos gewesen. Ja, wenn du die Hilfe holst, kannst du die Hilfe das ja alles machen lassen. Du läufst aber nur hinterher. Du kennst mich. Ja, du läufst vor am besten, ja, noch, ne? Ja, wahrscheinlich. Und hier sind die Feinde, die mich gerade getötet haben. Weißt Bescheid. Du kennst mich doch, Alter. Ich laufe immer direkt, um zu erderben. Wie in einigen Parts zuvor, wo ich ständig irgendwo runtergefallen bin. Ja, hier fällt's auch gleich wieder runter. Ja, aber da sterbe ich ja nicht. Nee. Gott sei Dank. Sonst wäre ich da ja auch schon gestorben. Ja, das stimmt wohl. Ja, wir sterben ja ziemlich oft hier. An dieser Stelle hier. Das ist auch dumm.
wenn ihr zufällig irgendeinen geheimen Weg jetzt an diesem Punkt kennt, gibt's nicht, den wir nicht kennen, um diese Situation zu umgehen, schreibt es doch in die Comments. Ja, vergesst nicht zu laufen. Gleich. Gleich. Nicht, dass er dich wieder trifft. Der trifft mich 100 pro, ey. Und lauf. Einmal laufen, an ihm vorbei. Jetzt springt er. Aber knapp. Lauf, lauf, lauf! Ja! Jetzt hängt er dazwischen fest! Ja, richtig. Ich hing da zwischen fest. Aber die Seelenkassette, jetzt haben wir ausnahmsweise mal wieder Seelen. Ja, 500. 500. Ich bin begeistert. Ja. Das Ganze jetzt nur noch 20 Mal und wir können wieder in den Level aufsteigen. Der Hurensohn, der sitzt da, der steht da noch. Ja, aber er hat sich wieder zurückgestellt. Ich hasse diese Stelle. Ich, auch als ich das alleine gemacht habe, bin ich so oft gestorben. Aber nicht bei denen. Das ist ja das Peinliche. Ich bin bei den Rittern da oben immer abgekratzt. Aber die Waffe ist so kacke. Und die Kondition ist so niedrig, Alter. Das ist unglaublich. Und siehst du? Die Waffe schlägt den Feind so weit zurück, dass der zweite Schlag nicht mehr trifft. Wo ist da denn der Sinn hinter? Oh fuck, nein, scheiß die Wand an, fick dich doch, ey. Hey, und da springt er noch. Ich krieg hier gleich. Hätte er nicht vorher springen können? Warum springt er, wenn ich schon tot bin? Weil er dumm ist, das ist die KI in dem Spiel. Alter, es kommt noch ein Dark Souls Klon, so gesehen, ne? Der sieht so geil aus. Der kommt aus Deutschland. Nee. Natürlich. Wen meine ich denn? Du meinst dieses Spiel von Dingens. Damit kann ich nichts anfangen. Das ist ein Spiel, wie heißt das jetzt? Ich habe vergessen, wie das heißt. Das kommt aber aus Deutschland. Das ist ein deutsches Entwicklerstudio. Und das sieht aber ein bisschen farbenfroher aus. Das sieht alles ein bisschen farbenfroher aus, das Spiel. Aber die wollen sich an Dark Souls halten. So, also an diesem Spiel hier. Das haben sie sich zum Vorbild genommen. Wollen das aber ein bisschen... Ja... Bisschen freundlicher gestalten alles. Ich weiß nicht mehr genau. Aber es sieht auf jeden Fall aus wie Dark Souls teilweise. Ist aber ein deutsches Entwicklerstudio. Echt? Ja. Keine Ahnung, ich habe die Englisch reden hören im Video. Ja. Internationales Interview, da würde ich auch Englisch. Nee, ich würde auch Englisch reden. Das sah schon geil. Es kommt für die nächsten Next-Gen. Ich weiß. Das würde ich mir instant kaufen. Ja, ich würde abwarten, wie es... Ja, natürlich. Deutsches Entwicklerstudio. Erstmal natürlich mehr sehen davon, aber wenn es gut ist, meine ich. Und es sah stylisch. Das sah schon ja, schon es sehr sah bisher aus, richtig Alter. Gut aus. Ich höre bisher auch immer nur gute Sachen darüber. Irgendwas mit The Fallen. Ja. Ja. Richtig. Sich in dem Video, was er gespielt hat, sah das instant genauso aus wie Dark Souls vom Kampf und so. Und die Partikeleffekte waren der Hammer. Das ist einfach ein Schwert, das durch die Gegend geschleudert hat, sah einfach nur so passiert geil aus. Passiert das nicht auch auf der anderen 4 Engine? Weiß ich gar nicht. Oder was? Keine Ahnung, von der Engine haben wir jetzt erzählt. Ich habe gesehen, da unten war niemand, den ich zur Hilfe holen könnte. Ich gehe nochmal zum Start kurz. Meinst du, da kannst du jemanden zum Hilfe holen? Vielleicht nicht. Sitzt da einer. Weil wenn ich jetzt die Menschlichkeit verschwenden würde, wäre dumm. Also aber ich meine, da oben auf dem Weg nach oben, da waren ja auch viele Schriftzeichen. Ja, aber der hockt keiner. Ja, das stimmt wohl. Der sitzt meistens an den Leuchtfeuer. Meistens. Meistens. Ja, meistens. Ich kann ja nicht sagen immer. Nee. Ja, und wir haben einen krassen Helm auf, davon abgesehen. Einen richtig coolen, krassen Helm. Ja, keine Ahnung, ich mag den jetzt so. Die grünliche Farbe gefällt mir nicht. Ich finde ihn ganz stylisch mit diesen. Erinnert mich so ein bisschen an Asterix. Wegen den Flügeln an der Seite. Ich meine, Asterix hat keinen Helm. Doch, er hat schon einen Helm, aber nicht. Flügel sind das nicht. Ja, das sind so Blumenblättergedöns. Könnten auch Hörner sein oder weiß ich. Ist natürlich auch keiner. Nein, ja. Natürlich nicht. Warum auch? Warum sollte man sich da auch... Wer steht da? Wer chillt denn da? Das habe ich dir auch schon mal gehört. Feuer, ja. Genau.
Meine ich doch. Habe ich aufgepasst. Ja. Krass, ne? Ja, gut, dann holen wir uns halt niemanden zur Hilfe und sterben uns einfach so. So nervig. So. Gelobt sei die Sonne. Liest man sehr oft auf dem Boden. Ja. Kommst du erstmal hoch, Alter? Ja, trotzdem, auch egal wie oft ich hier fluche, auf Teil 2 freue ich mich trotzdem, wie Sau. Zu viel? Ja, wir auch. Werde ich auch mehr kaufen. Mhm. Kannst du auch. Dass das Let's Playen werde, Alter, das ist mir ehrlich gesagt auch nochmal überlegt. Vielleicht noch so ein Let's Show. Nee, also gibt's ja genug Bildmaterial schon, ne? Von. Ja. Ich weiß nicht, außerdem. Wenn sie für Dark Souls 2. Da vorne ist jemand! Nein! Du Spacko! Ich könnte kotzen, ey, was soll denn das? Da! Da, jetzt schnell! Ich werde, das geht wieder nicht. Das ist so oft. Komm schon! Und jetzt, sie werden invaded. Was? Das kann auch passieren, ja? Ja. Ja, falls du das denkst, wir sind schon weiter. Nein, wir sind erst hier, du. Wir wollen noch nicht runter, wir wollen hier lang. Oh, wir gleiten uns jetzt bis zum Endgegner, ne? Ja. Oder wir sterben oder sie stirbt. Oder er, weiß ich noch nicht. Es. Bei Kade Misak hört sich dann so ein bisschen weiblich an, aber spielt, glaube ich, ein Mann. Natürlich möchte ich auch wieder alles töten. Nee, er läuft weg. Nee, er holt ihn da weg. Zweihändig. Man, toll, dass man voll eine kassiert, hol den anderen noch mit ran, Alter. Das ist so ein Pro. Oh ja, ein Flammschwert oder was? Ja, er zieht aber voll wenig ab. Er hat ihn gebasht. Ja, ich hab ihn gebasht. Oder, ja, ich. Hat viel mehr Abzieher als der mit unserer Waffe. Oh. Der Vorteil bei ihm ist, er zieht zwar weniger ab natürlich, aber er schlägt um Weiten schneller zu als er. Er macht 3 Schläge, glaube ich, wenn die einmal zuhauen. Aber es gibt jetzt gut sehen. 1000, 3000, ja. Ja, ein einziger gibt der 1100. Lass ihn noch davor runtergehen. Soll er das machen? Oh, das sind wir sehen. Den müssen wir auch noch einsetzen. Ja, der hat doch keinen zugeschlagen. Mach das voll easy doing, Alter. Ja, dann ist halt auch einer. Soll er den doch machen. Wieso hatte der jetzt 3 Treffer? Ja, weil du einmal zugeschlagen hast. Das heißt, er zieht weniger ab als wir. Nee, wir machen mit 2 Schlägen tot. Er zieht mehr ab als du. Ja, dann müsste er auch nach 2 Treffern sterben. Ja, lauf in die Mitte, Alter, damit du gleich voll... Er lenkt sie doch ab, damit du die dann angreifen kannst. Ich hab Bogenschützen, ich hab mich vergessen, ich hab mich vergessen. Oh, du darfst jetzt absolut nicht sterben, ey. Nee, ich hoffe, dass er den ablenkt und der kann er meinetwegen auch abkratzen. Ja, ach so, er soll den einen ablenken, weil da ja nur 2 Stück sind. Wieso schießen die auf mich, Alter? Ah, jetzt schießen die auf ihn. Ist natürlich jetzt gefährlich, hier so zweit hochzugehen, ey. Wo geht er hin? Na gut, du gehst da lang, ich geh hier lang. Ich kann das nicht mehr einfach nur versuchen. Er ist tot. Und jetzt läufst du weg, weil er tot ist. Nein, weil der andere beide auf ihn schießen, siehst du doch.
Aber er ist auch tot. Er ist runtergefallen, der andere. Sehr schön. Da ist da nur noch einer. Der interessiert mich nicht. Bitte, Alter, wenn ich jetzt sterbe, krieg ich die Krise, ey. Heil dich. Nein, ich muss weg hier. So. Oh, geschafft. Fick dich hart. Und jetzt fällst du hier auf. Fick dich hart. Ja, aber ich dachte, jetzt fällst du hier auf. Es ist geschafft. Danke, wie auch immer du hieß. Du siehst unsere wieder sehen, weil du wahrscheinlich aus einem ganz anderen Land kommst. Ich liebe dich. Und hier ist nämlich ein Leuchtfeuer. Ab hier ist es auch nicht mehr so schwer. Und hier ist alles voll, weil hier ist nämlich das Lager voll zum Endgegner. Hier ist auch so leer. Mit dem man nicht reden kann. Warum nicht? Doch jetzt. There you are. You've been quiet these days. Smooth summoning out there. Anytime you see my brilliantly shining signature, do not hesitate to call upon me. You've left me with quite an impression. I would relish a chance to assist you. Der ist so geil, ich liebe ihn, der ist der beste NPC. You really are fond of chatting with me, aren't you? If I didn't know better. Als NPC mag ich ihn mal. Er ist so freundlich, er hilft uns immer. Ja, Entschuldigung, das ist wieder eifersüchtig. Entschuldigung. Ja. Wenn er eine Frau wäre, hätte ich gesagt, naja. Nein. Du weißt, dass er ein bisschen Homo ist. Nee, ich weiß jetzt, dass du Homo bist. Weil das ja nichts Schlimmes. Ist das geschwul oder was? Nein. Nichts Wirksames. Nein, natürlich habe ich nichts gegen Schwule, solange sie mich nicht anschwulen. Aber selber mal rumgehen. Ich gehe. Ja. Aber wenn ich mit dir so ein bisschen rumshake, ja. Dann ist das okay. Ja. Aber wenn so ein wildfremder Typ ankommt und mir an den Arsch geht, ja, dann muss er sich nicht wundern, wenn er einen sitzen hat. Ja. Dann kann er wenigstens vorher mal fragen. Ja, darf ich dir einen Arsch packen, Baby? Aber selbstverständlich, ich meine, sie ist ja. So, jetzt geht weiter, ey, Gott sei Dank. Hast du das Feuer entfacht? Ja, wie viele Estos-Flakon haben wir? 10 Stück. Was ist denn? Wer sagt das denn nicht? Ab jetzt kommen Silberritter. Mhm. Natürlich hat er nicht gebacksteppt, warum wollte er auch? Mhm. Oh, etwas zu schwach. Komm, mal so. Die sind alleine echt nicht schwer. Silberritter-Schild! Ich glaube, das war sogar. War das besser? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Da müssten wir mal gucken. Wo haben wir das denn? Da. Das ist besser. Ach, sehr in jedem Belang. Sehr schön. Endlich mal ein besseres Schild. Was auch. Naja, hübscher würde ich jetzt nicht immer nicht sagen, aber. So, ich mache das Fenster jetzt wieder zu. Es wird dir kalt. Mhm, ein bisschen. Wir haben Sonnenlichtmedaillen bekommen. Ich weiß gar nicht, wo wir die gut sind. Ich glaube, das ist für den Eid für Solaire, weil Solaire hat ja auch diesen Sonnenlicht-Eid. Trischi packt gleich seinen Schniedel aus. Der Dodo, meine ich. Kommt aus dem letzten Part auf meinen Namen erwähnt. Außerdem wissen die Leute eh, wie wir heißen, wenn sie unsere Videos gucken. Jetzt werde ich invasiert. Jetzt gerade, ja. Oh, ich hab da keinen Bock drauf, Mann! Ich hasse diese Funktion in dem Spiel, die ist einfach nur scheiße. Oh, ich find das so geil. Ich find das so geil. Könnt man natürlich auch jetzt Hilfe holen von ihnen hier. Ja, der macht das doch. Hol Hilfe von ihm, verdammte Scheiße. Nein, das ist unfair, Mann. Warum er? Er ist unfair. Dann ist das gleich wieder so ein Hyperwichser. Der ist das halt so. Aber wir können uns doch nicht immer Hilfe holen, weil uns jemand angreift. Weil uns jemand angreift. Das letzte Mal, als wir angegriffen worden sind von so einem. Guck mal, das ist wieder so ein Unbesiegbarer. Den kenne ich doch. Kennst du doch alleine. Das ist doch derselbe, der mich angegriffen hat, ey. Kannst du mir. Da, natürlich! Das ist derselbe Wichser, Mann. Der leuchtet auch so scheiße rot und. Die leuchten immer rot. Das ist mir doch egal. Der hat aber dieselbe Scheißwaffe wie der andere. Aber gar nicht. Natürlich. Habe ich ihn getroffen? Ich habe ihn getroffen, Alter.
Ja. Hast du mal seine Lebensenergie gesehen, Eier? Ja, ich wusste es! Mit einem Schlag ja, hat er dich gefickt, ey. Er macht doch nichts. Ist halt so. Unsere Waffe ist ja auch scheiße für sowas. Ist keine PvP-Waffe. Alter, du hast keine Ahnung, das war alles fair gerade. Ich hab da nichts zu aussetzen. Außerdem kann ich kein PvP, das ist halt so. Außerdem liegen die Seelen ja vorne gerade, das ist alles halb so schlimm. Für PvP brauchst du eine schnelle Waffe am besten. Oder zumindest eine, die nach links und rechts haut, ja, nicht nach oben. Ich will jetzt nicht die anzuvisieren. Du machst gleich wieder die harten Schläge, ne? Du siehst, wie viel Ausdauer dir das abzieht. Du kannst nicht mehr blocken dann. Ach scheiße, normaler Angriff war das, ne? Ja, wäre besser. Außerdem musst du direkt hinter ihm stehen. Zu langsam und sowas. Okay, jetzt muss man aber auch üben, das ist nicht. Du machst das schon. Wenn du normal bist, ist das auch nicht so schlimm. Komm jetzt aber die ganze Zeit, ne? Also das ganze Gebiet ist voll mit dir. Können wir gleich Havels Rüstung holen. Jetzt hier nämlich auch. Alles von ihm. Seine komplette Rüstung mit Schild, Waffe und. Da gehst du zu Duke. Von da bin ich gekommen. Also muss ich da weitergehen, ja? Nein. Ja. Da geht die Treppe. Und da ist gleich wieder der Silberritter. Links von dir. Sag ja, sieh den an. Jo. Ja, und da ist das ging ja immer wieder fixi. Aber immerhin haben wir hier in diesem Part mehr geschafft als im letzten Part. Ja. Gott sei Dank war da jemand, den wir rufen konnten. Ja, ja. Vielleicht da schon wären, weiß ich nicht. Wir sind schon weiter als im letzten Part. So scheiße, Alter. Ich kann es nur 5000 mal wiederholen. Das ist einfach nur Dreck. Viel zu langsam. Dann brauchen wir eine bessere Waffe. Stark sie auch für jetzt, für die Verhältnisse sein mag, aber ist viel zu lang. Hier ist so ein Dämon drin, glaube ich. Ah, ne, gar nicht. Hier ist Havels Scheiße. Und zwar. Hier hinten! Was musst du für Havel alles haben oder nicht haben? Oder wie musst du ihn platt machen? Ja, haben wir doch schon platt gemacht. Achso, ja, haben wir ja auch. Achso, und da ist dann deine ganze Rüstung und so drin, ja? Oh Gott! Oh, das habe ich vergessen, Alter. Das cool. War's. Und da musst du jetzt hinkommen, ne? Sonst sind 7821 Seelen weg. Ach, wohl einen Silberritter tot kriegen. Muss ja nur einen töten. Ja. Ja, das war jetzt ein bisschen dumm. Eigentlich sollte man nach Sens Festung, wenn man das erste Mal spielt, jede Kiste mindestens einmal anschlagen. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Wir sehen an, Mann! Backstab der hier nicht. Muss auch ein Schild runternehmen, ne? Falls
das ist ein Beweis. Hab ich doch. Und das Schild nicht umlässt, dann backstabt er nicht. Das ist immer unternehmen. Ja, aber ich muss ihn ja erstmal umkreisen. Ja, weißt du, das Schild runter, Schlag drücken. Naja, so geht's. Ich muss natürlich instant hinter ihm stehen. Und dann warst du hier reingegangen, ne? Ja. Was ist los? Hier ist sonst nichts. Hier ist kein Feind oder so, hier ist nur die eine Kiste. Also hier sind mehrere Kisten, aber die eine Kiste ist halt lebendig. Kannst du erstmal die anderen Kisten öffnen. Mal vorher bitte einmal anschlagen. Ja. Das kannst du ruhig öffnen. Arbeitswaffe. Chiro. Ja, die kannst du alle öffnen. Und jetzt können wir noch seine Rüstung. Das können wir eh nicht tragen, außer du möchtest dich nicht mehr bewegen können. Weil diese schwerste, glaube ich zumindest, die schwerste Rüstung im ganzen Spiel. Das mag sein, ja. Hat aber gute Verteidigungswerte, so ist das nicht. So. Ja, die muss natürlich schlagen. Mach doch die normalen Angriffe, Alter. Sehr gut. Nicht zu viel, nicht zu viel. Übertreib's nicht. Boah, zu Glück, dass er daneben gegrapscht hat, Alter. Okkulte Keule. Voll scheiße, das Ding, aber gut. Gegen Skelette und so gut. Skelette stehen nämlich normalerweise immer wieder auf. Kannst du eigentlich nicht töten. Außer du tötest den Magier. Mhm. Und mit der Waffe bleiben die, glaube ich, liegen. Weil die heilig ist. Also die nächste Stufe von heilig ist okkult dann. Cool. Die nächste Stufe von Feuer jetzt beispielsweise Chaos ist. Nicht schlecht. Ich weiß aber nicht, was das für Effekte hat. Bis heute nicht verstanden, weil ich mich mit dem ganzen Kram nie wirklich beschäftigt habe. Muss man kurz einen Schluck trinken. Do it is. Na, herrlich. So. Und weiter geht's. Ja. Hier drinnen. Mal gucken, wieso ist die Tür schon auf? Ah, die, unser Invader hat die geöffnet. Machst du da, musst du ihn anvisieren, Mann, sonst schlägt er dir den Rücken, sonst bringt Schild oben auch nichts. Und nicht den rechten Stick bewegen, sonst visiert er den anderen Feind an. Och, knapp, Alter. So knapp. Nicht den rechten Stick bewegen. Sehr gut, heilig! Hier geht's nämlich eigentlich noch gar nicht lang. Die Abkürzung öffnet man erst viel später. Aber der Typ hat sie geöffnet. Der kam nämlich von da oben. Das finde ich total bescheuert, dass das geht. Ja. Und so versaust du den ganzen Weg, Alter. Deswegen, du gehst jetzt natürlich erstmal hier lang, aber du hier eigentlich noch gar nicht so lang zu gehen hast. Aber das weiß man ja nicht, normalerweise.
Und bam. Sehr gut. Kisten kannst du normal öffnen, da müsste kein. Obwohl, mach lieber vorsichtshalber eigentlich. Aber müsste eigentlich normale Kisten sein. Ja. Ich glaub, das ist eh nur Scheiße drin. Ja, die Silberritterrüstung ist da drin. Ich weiß gar nicht, ob die gut ist, ey. Musst du mal gucken. Wenn du möchtest. Mhm. Was ist los, Alter? Du sitzt da so angekrampft. Oh, das ist aber schade. Hast du Schmerzen? Nee. So, ich guck noch einmal nach, was wir dann. Ich guck noch einmal nach, was wir für Rüstungen hier haben und ob die besser sind oder nicht. Ja. Also bei. Ja, doch, kannst du ruhig machen. So, das ist jetzt das Stufe. Brauchst du die nicht mehr? Geh einfach hoch. Weiter. Wo ist die denn? Da. Noch ein höher. Und dann X drücken. Dann kannst du gucken. Ist schon mal alles besser als unsere jetzige. Aber wiegt auch mehr. Das ist richtig. Das heißt, wir haben wieder nur so eine lahme Rolle dann. Vielleicht. Kommt drauf an. Nicht unbedingt. Ja, vielleicht. Jetzt gucken, wenn das jetzt nur ein mehr ist, ist es nicht so schlimm. Musst du mal auf unsere Rüstung gehen. Die hat 12. Vielleicht unsere. An Gewicht. Ja, guck, ich kann es ruhig anziehen. Da sind 0,3 mehr nur. Die Resistenzen sind zwar nicht so hoch, aber das ist egal. Ja, dann kann ich die tragen, ja. Ja, Stulpen kannst du natürlich auch alles angucken noch. Hier und da unten gleich. Aber da haben wir generell die leichteren an, mit den Schattenstulpen. Ja, damit wir. Sag mal, die W19 kommt, das kannst du vergessen. Ja. Natürlich sind die besser, aber. Ja, das nee, das lassen wir lieber wegen dem. Dann guck lieber noch die Füße. Einer! Ja. Die sind sogar leichter. Drück mal X. Hier bei denen? Ja, so weiter. Kannst ruhig anziehen, alles besser. Außer die Resistenzen. Gut. Und Helm noch. Der wiegt 3,5, okay. So, der Kurs wiegt 4,8. Da müssen wir gucken. Sonst ist der besser. Der ist direkt darüber, falls es ist. X. Gegen Magie halt nicht so, ne? Ja. Aber alles andere ist dafür besser. Setz mal auf. Sieht auch schon nice aus, ne? Ein bisschen schmal der Kopf, finde ich. Ja, und? Roll dich mal. Ne, Fettwohl, hab ich keinen Bock drauf. Setz mal wieder über den Gargoyle-Helm auf. Mit Fettwohl kann ich nichts anfangen, da krieg ich keine Backsteps hin. Weil er auch langsamer geht dadurch. Der rollt sich ja nicht nur langsamer. So gehst du mal auf Status, Alter. Okay, ne? Nächsten Level Up können wir die anderen Helme vielleicht tragen. Auf Kondition ja. Gehen. So. Und da der Dodo irgendwas hat. Nee, ich hab nichts. Ja, das ist ja irgendwie ein bisschen angespannt, hab ich das Gefühl. Nee. Egal, dann nicht. So, aber die Zeit ist auch rum. Ja. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst uns doch ein Däumchen nach oben da. Ja. Falls ihr kein weiteres Video verpassen wollt oder ja, auch von anderen Let's Plays. Dann abonniert doch diesen Kanal. Richtig. Ja, ansonsten ist noch zu sagen, das ganze Social Media Shit, Links findet ihr unten in der Beschreibung zu Facebook, Twitter, etc. Twitch, et cetera, pp. Homepage. Und schon ja. Habe ich alles aufgezählt. Das ist richtig. Ich bin der Dodo und ich sage auch Heidi-Hu und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Genau, ihr Homo. Habt einen schönen Tag. Genau. Richtig. Richtig. Homo-Würste? Homo-Fürsten. Ach, Fürsten. Ja. Fürsten. Ja, ja. Ja.